Ihr habt euer Beet angelegt und habt euch, warum auch immer, ja Gedanken gemacht, wo ihr es anlegt. Und dann ist ganz wichtig, dass ihr wirklich guckt, wo habt ihr das Beet angelegt. Also, wie viel Sonne kommt dahin? Es gibt einfach eine Definition. Wenn mehr als 4 Stunden Sonne am Tag scheint, dann gilt dieses Beet als sonnig. Wenn weniger als 4 Stunden die Sonne scheint, ist es halbschattig. Und wenn nur 2 Stunden die Sonne drauf scheint, dann ist es schattig. Das Beet hier ist voll sonnig. Hier kommt wirklich fast von Morgenaufgang bis dass die Sonne untergeht, Sonne hin. Und danach muss man dann auch die Pflanzen auswählen. Ihr solltet wissen, was ihr für einen Boden habt. Ob ihr einen leichten Boden habt, ob ihr einen sandigen Boden habt oder ob ihr einen schweren Boden habt, einen lehmigen Boden habt. Ich habe hier wirklich einen lehmigen Boden, der aber nicht zu schwer ist. Und ich habe auch keine Staunässe. Also dadurch, dass es eine Pferdewiese war, habe ich wirklich einen sehr optimalen Boden.